immer Werbung. Ja. Digga, ich krieg immer Werbung. Bruder, ich muss doch auch verdienen. Ja. Ich muss auch verdienen, wenn du subs. Nie wieder Werbung in mein Stream. Okay, wir gehen gleich im RP rein, aber wollen wir uns mal so anhören, was denn, ey, ich schwöre, Jungs, das gibt mir so voll Immortal-Vibes gegen Ende hin, aktuell. Aktuelle Situation gibt mir Immortal-Vibes gegen Ende, also so ein Monat vor Ende. Bruder, was in letzter Zeit alles passiert, Bruder, hört euch einfach nur an. Da so, ich kann Young and Reckless RP, kann ich. Ja, nee, lieber nicht. Ey, ich bin schon fast tot. Whisky, schade, dass ich keinen Clip hatte, ich schwöre. Ich wurde da getötet von denen. Er hat mir meine Waffe, meine 80 Benutzung geklaut. Ja. Ohne RP-Hintergrund. Ja, Young and Reckless ist hier. Hör mal zu, sag ich dir. Young and Reckless ist hier offiziell die schlechteste Gang, die ich in meinen ganzen RP-Karriere im Gang-RP jemals gesehen. Nein, guck mal, wir müssen nicht übertreiben. Guck mal, die machen das nicht schlecht. Die sind in ihren Gang-Filmen. Nein, schon weil, ja, untereinander können die RP machen, mit allen anderen können die nicht. Ja, die übertreiben halt, das stimmt. Die übertreiben maximal. Ey, ich stehe vor denen, ich rede mit denen, der schlägt mich so ganze Zeit. Was? Ja. Halt dein Fresser. Ja. Okay, ich weiß jetzt nicht, was er danach gesagt hat, Bruder. Ich weiß jetzt nicht, was er danach gesagt hat. Aber ich sag nochmal, lass nochmal laufen. Also erstmal dieses, ich kann Young and Reckless RP. Nein, schreibt nichts gegen ihn. Der Einzige, der was sagen darf, ist, bin ich, Bruder. Ich sag so, dieses, ich kann Young and Reckless RP und dann hingehen und dann so fetzen. Bruder, wo laufen wir zu anderen Gangs hin und hauen dir irgendjemanden? Wenn ihr die Situation mit Don X spielt, Bruder, Don X hat im RP einfach einen Supporter gespielt, Bruder. Ja, ich habe zu ihm gefragt, ey, Bruder, hast du Young and Homeless gesagt? Er hat gesagt, nein. Ich habe gesagt, okay, wir geben dir deine Waffe wieder zurück. Was sagt er zu uns? Er sagt, nein, ich will sie nicht. Richtig beleidigt geht er dann weg, Bruder. Er hat im RP einen Supporter gespielt. Ja, und dann, dass er jetzt wieder anfängt, hier rumzuhäumen, Bruder, das ist ein Supportfall. Und ich weiß nicht, seit wann man Supportfälle irgendwie onstream beredet, vor allem vor Notch, ja, 500 Zuschauer. Wo gehen wir zu irgendwelchen Leuten hin, fetzen die ohne Grund? Als wir 2 Monate gefickt wurden von OGs, jeden einzelnen Tag, waren wir gute RP-Spieler, Bruder. Ja? Waren wir gute RP-Spieler, als wir jeden Tag gefickt wurden von den OGs, waren wir gute RP-Spieler. 2 Monate lang wurden wir jeden Tag gefickt von den OGs, wir waren gute RP-Spieler. Ja? Aber jetzt, Bruder, jetzt, weil wir uns das erste Mal zurückschlagen, weil wir das erste Mal die Macht haben, Leuten zu ficken, sind wir auf einmal, wir können Young and Reckless RP, wir gehen, wir fetzen jeden. Ja, Bruder, so ist es, Bruder. Das ist Quatsch, Bruder. Das ist absolut Quatsch. Wo machen wir das, Bruder? Bitte zeig mir einen Clip, wo wir so ein RP gemacht haben. Bruder, seit 4 Monaten beschweren wir uns wegen einem Zaun, dass dieser eine Zaun weggemacht wird, das wird nichts gemacht, Bruder. Ich will nichts gegen diesen Server sagen. Dieser Server ist ein guter Server, ein sehr guter Server. Aber ich lasse nicht, dass meine Männer jetzt anfangen, unmotiviert oder gar nicht mehr Bock haben, auf den Server zu gehen, weil jemand sowas sagt, Bruder. Ihr müsst ihn nicht beleidigen. Niemand muss ihn beleidigen. Es geht nur darum, dass ich euch sagen möchte, ich spiele RP. Ich spiele nicht, wie werde ich der nächste große Twitch-Streamer? Ich spiele nicht, Jungs. Ich spiele nicht. Wie werde ich auf einmal wie komme ich an OOC-Freundschaften, Bruder? Ich spiele RP und wenn ich ekelhaft zu Mr. Bitcoin bin, heißt es nicht, dass ich ekelhaft zu Abu bin. Warum bekomme ich dann einen Clip hier zugesendet? Der dich verprügelt hat. Ich dachte so, jetzt gibt es erstmal 5 minus 5 Leute. Hab ich erst gerafft, dass du Pablito bist. Aber da ist schon was in Gange von den... Was ist von denen in Gange? Ja, das mit 5 Leute minus oder so in dieser Richtung. Was? Jetzt wegen der gerade Sache. Ja, ja. Also nicht wegen mir, wegen... Bitte, wegen Jungs. Ich küsse doch eure Herzen, Bruder. Ich küsse doch eure Herzen. Die gehen dahin zu sagen, Bruder. 2000 Zuschauer sagen, ey, da ist schon was im Gange. Reden über offene Supportfälle. Und ich muss jedes Mal meinen Clown halten. Bruder, ich gehe in den Support. Ich werde behandelt wie der Hund. Wie der größte Hund. Ich gehe in den Support. Ich werde behandelt wie der größte Hund, Bruder. Gestern, ich habe eine RP-Situation. Ich werde perma gebannt, damit ich in den Support komme. Er sieht doch onstream, dass ich in der RP-Situation bin. Er bannt mich perma. Dann wird mit mir geredet wie der größte Hund. Das ist Müll, Bruder. Das ist Müll. So viele, Bruder, wir haben einen ganzen Channel mit Regelverstößen von anderen Fraktionen, Bruder. Wir hatten einen Channel mit ganzen Regelverstößen von anderen Leuten und wir sind nicht einmal Support gegangen, um auf Finger auf jemanden zu zeigen und zu sagen, bann den. Bruder, wir haben einen Clip, wo ein Cousin ganz klar einen Bug-Use genutzt hat, Bruder. Jungs, ihr denkt, ich mach Spaß. Ich mach keinen Spaß. Hey, ich mach keinen Spaß, Jungs. Und trotzdem gehen wir nicht in den Support, Bruder. Er hat dieses X-Guard gemacht. Er ist vom Ding gesprungen, hat dieses X-Guard gemacht, Bruder.
Ey, Bruder, wird überlebt! Und wir gehen nicht Support und heulen rum, Bruder. Und weißt du, warum wir nicht rumheulen? Wir haben den Fight doch gewonnen. Und auch wenn wir verloren hätten, nein, wir waren verloren. Müssen wir jetzt den Spielspaß von jemandem klauen, weil er einmal einen Fehler gemacht hat, Bruder? Müssen wir den Spielspaß von Leuten klauen, weil er einmal einen Fehler gemacht hat? Nikita, Bruder, denkst du, das ist Ding? Das ist nicht einer von uns, Bruder. Das ist einer von denen. Hey, Bruder, das ist einer von denen. Das sind nicht wir, Bruder. Es ist, Jungs, ich sag euch nur, Bruder, ich halte meine Fresse. Wirklich, ich halte immer meine Fresse. Aber ich lasse mich nicht wie ein Hund behandeln, Bruder. Nicht, ich lasse mich vor 500 Zuschauern von irgendwelchen Leuten sagen, wir sind schlechte RP-Spieler, wenn wir versuchen, im RP, vor allem im RP, in den meisten Situationen das OOC bei den Leuten immer mitzusehen. Wir nie Leute melden, um die irgendwie bannen zu lassen, Bruder. Und dann trotzdem werden wir behandelt wie Hunde. Ist das korrekt? Ja, Nikita, Bruder, ich danke dir, Bruder. Ich danke dir, Bro. Aber warum, bitte dann erklär mir, warum wird dann so eine Aussage getätigt, Bro? Warum wird dann so eine Aussage getätigt, bitte? Young Reckless ist hier offiziell die schlechteste Gang, ja, die ich in meinen ganzen RP-Karriere im Gang-RP jemals gesehen habe. Aber warum, Bruder? Weißt du? Die sind doch IC, Bruder, die sind doch gerade am Spielen. Ich bin mir sicher, Notch wollte was wegen Camper fragen, weil immer, wenn die am Reden sind, Bro, immer, wenn die am Reden sind, geht's um Camper, Bruder. Warum gehen die nicht und reden reden über, wie nennt man das, Bruder? Und reden über den Camper, Bruder. Reden, ey, wie können wir das machen mit, dass der Camper besser funktioniert, dass man den orten kann. Irgendwie sowas, Bruder. Warum müssen die in den Stream gehen, Bruder, und sowas gesagt werden? Was für Aufmerksamkeit, Bruder? Ich hab teils 100 Zuschauer. Ich küsse doch dein Herz, Bruder. Von was für Aufmerksamkeit reden wir, Bruder?